Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schmidt. Ich bin 41 Jahre alt, wohne in Fockbeck mit meiner Frau und meinen zwei wundervollen Kindern. Und ich bin hier stolzer Teil des Verkaufsteams beim Caravan Parkspann an seit dem 1.11. diesen Jahres. Ich habe heute das große Vergnügen, euch diesen wunderschönen Wohnwagen zu präsentieren. Das ist der Detlefs Nomad 650 RQT und den schauen wir uns heute mal an. Das Fahrzeug hat eine Gesamtlänge von 8,72 Meter und eine Breite von 2,50 Meter. Schauen wir uns doch einfach mal von außen an. Dieses Fahrzeug ist hier in der Farbe Titan Silber Metallic auf ganzem Glattblech. Das Ganze ist auch noch möglich, natürlich Glattblech mit weißer Farbe und natürlich auch nochmal in Hammerschlag in Weiß. Wir starten einfach mal hier auf der linken Seite mit der Serviceklappe, die sich hier unter dem Bett befindet. Hier können wir jetzt wunderschön einmal den Stauraum sehen, der sich unter dem großen Queensbett befindet. Das heißt, ihr könnt hier von außen alles einladen, was ihr so mitnehmen möchtet, ob es die Campingstühle sind, der Tisch, das Vorzelt, was auch immer. Es findet hier alles Platz und ihr kommt ganz bequem von außen ran, ohne dass ihr es durch die Tür in den Wagen tragen müsst. Da das Fahrzeug hier eine maximale Gesamtmasse von 2,5 Tonnen mit sich bringt, haben wir hier natürlich einen Tandemachser. Und hier wunderschön zu sehen einmal die 17 Zoll Alufelgen von Detlefs, die hier wirklich einen sehr guten Eindruck machen, insbesondere auch mit der Farbe des Fahrzeugs. Hier auf der Seite haben wir einmal die Vorzelt-Außensteckdose. Das heißt, ihr habt hier einmal die Möglichkeit, 230 Volt Stromanschluss abzunehmen aus dem Fahrzeug. Dann einmal eine 12 Volt Dose und entsprechend einmal noch einen Koaxialeingang und Ausgang oder auch den Anschluss für ein normales Antennenkabel. Direkt daneben finden wir die Stromeinspeisung, sprich hier ganz normal mit dem CEE-Stecker drauf und den Wagen unter Strom setzen. Hier ganz vorne am Wagen sehen wir einfach nochmal die optionale Serviceklappe, die sich unter der Sitzgruppe befindet. Die ist nicht Bestandteil der Serienausstattung, aber in diesem Falle hier haben wir sie ausgewählt, so dass man eben auch von der Außenseite wieder einmal an den Stauraum rankommt, der sich unter der Sitzgruppe befindet. Hier vorne haben wir den Flaschenkasten. Den kann man sehr schön nach oben aufschwenken, so dass man hier auf der Deichsel immer noch genug Platz hat, selbst wenn da ein Fahrradträger drauf ist, dass man den immer noch aufbekommt, um an die Gasflaschen zu kommen. Wir haben hier drin einmal die Aufnahme für zwei Gasflaschen, einmal 11 Kilo oder aber auch 5 Kilo jeweils. Und dazu einmal hier die Truma Duo Control, so dass ihr beide Flaschen parallel nutzen könnt, ohne dass ihr sie umstecken müsst, wenn mal eine leer ist. Ja, der ganze Kasten ist wirklich sehr geräumig. Wir haben hier drüben einmal noch die Aufnahme für ein Reserverad, was ihr quasi immer dabei haben könnt. Und der Boden in diesem Flaschenkasten ist hier aus Aluminium-Riffelblech. Ganz drüben links in der Ecke haben wir dann einmal noch das Wassertaxi. Also auch das findet hier einmal Stauplatz, sodass wir alles dabei haben, was wir brauchen. Schauen wir uns nun einfach mal das Heck vom Fahrzeug an. Wir haben hier diese formschönen Rückleuchten mit LED. Das Ganze gepaart mit diesem tollen schwarzen Zierstreifen. Wir haben hier verchromte Rangiergriffe dran. Und nicht zuletzt natürlich ein großes Fenster, was einem hier direkt den Einblick ins Badezimmer beschert. Das Ganze schauen wir uns auch gleich nochmal von innen an. Ja, wir kommen im Inneren des Fahrzeugs. Wir haben hier im Bug eine sehr große Sitzgruppe, wo auch locker 4 bis 6 Personen Platz finden zum Sitzen. Das Ganze mit einem sehr großen Tisch, wo wir dran essen können, wo ihr mal einen schönen Fernsehabend verbringt oder einfach mal ein paar Brettspiele spielen könnt. Den Tisch kann man auch nach unten fahren, um das Ganze hier zum Bett umzubauen, so dass man eben auch hier nochmal 2 Schlafplätze gewinnt. Oder aber ansonsten halt einfach nur dran sitzt und sich ein bisschen ausruht. Wir haben hier sehr viel Beleuchtung im Bereich. Wir haben indirekte Beleuchtung oberhalb und unterhalb der Hängeschränke. Natürlich auch noch sonst fest installierte Leuchten. Und dann der Clou hier vorne wieder, was eben bei Detlefs so üblich ist, diese 12 Volt Lichtleiste, wo wir bewegliche Lampen drin haben, die man hier auch ganz einfach per Drehung rausnehmen kann und an einen anderen Platz wiederum einsetzen oder tatsächlich auch
noch zwei, drei dazusetzen kann, wenn man möchte. Gegenüber von der Sitzgruppe haben wir hier den Platz für den Fernseher. Hier ist auch schon einmal der Halter vorbereitet, wo ihr dann entsprechend euer Flachbildfernseher anbauen könnt. Dazu gibt es hier die Kabeldurchführung, sodass wir dann dort direkt einmal mit dem Antennenkabel und mit dem Stromkabel direkt hier in den Kleiderschrank kommen können. Ein bisschen weiter höher sehen wir hier einmal das Steuerungspanel. Das hier ist einmal für die Lichtsteuerung zuständig. Das heißt, wenn wir diesen Knopf drücken, sitzen wir hier im Dunkeln. Das heißt, per Knopfdruck können wir sämtliche Beleuchtungen ausschalten. Dazu gibt es uns noch Aufschluss darüber, wie voll der Wassertank ist und auch einmal über den Status der Batterie. Denn wir haben hier drin auch ein Autark-Paket verbaut. Das heißt, wir haben eine 12-Volt-Versorgung, unabhängig davon, ob wir am Strom dran sind oder nicht. Direkt darunter einmal ist hier das Bedienpanel für die Heizung. Wir haben hier verbaut einmal die alte Warmwasserheizung und dazu auch gepaart mit der alte Fußbodenheizung mit Warmwasserführung. Direkt hinter dem Fernseherbereich, direkt neben der Eingangstür quasi, haben wir hier die Garderobe. Und das Schöne an dieser Garderobe ist, dass wir dort unten einmal die Lüftungsöffnung der Heizung haben. Das heißt, wenn ihr hier eure nasse Bekleidung reinhängt, ist sie auch ratzfatz wieder trocken. Gleich dazu gegenüber von der Garderobe haben wir unter der Sitzgruppe noch ein kleines Staufach. Dort könnt ihr bequem eure Schuhe reinpacken, ohne dass sie hier im Weg stehen und keiner muss drüber stolpern. Direkt gleich neben der Sitzgruppe und gegenüber der Eingangstür haben wir die große Küchenzeile. Man sieht hier schon, wie viel Platz man hier auch an Arbeitsfläche hat. Das Ganze kann man auch noch erweitern. Wenn ihr mal kochen wollt und ihr braucht ein bisschen mehr Abstellfläche, haben wir hier vorne einmal noch die Möglichkeit, so einen kleinen Klapptisch hochzustellen, um das Ganze noch zu erweitern und ein bisschen mehr Abstellfläche zu haben. Ansonsten kann man hier aber auch sehr gut zum Beispiel seine Kaffeemaschine platzieren oder aber auch den Thermomix. Auf jeden Fall haben wir ausreichend Anschlüsse da. Das heißt, wir haben hier zweimal 230 Volt Steckdose, um auch entsprechend die Stromversorgung für die Geräte zu haben. In der Mitte ist das Spülbecken zum Abwaschen. Das Ganze hat hier so eine schöne Abdeckung drauf, damit man eben trotz allem, wenn man nicht abwäscht, die Fläche wieder nutzen kann. Und man kann das gleichzeitig auch noch nutzen als Schneidebrett, wenn man es umdreht. Wir haben hier sehr viel Staumöglichkeiten in dieser Küche. Natürlich einmal oben hier die Oberschränke, wo wir entsprechend nochmal zwei Fächer haben, wo wir unsere Sachen verstauen können. Als eben auch unten drunter die ganzen Schubladen. Da haben wir hier entsprechend sehr tiefe, große Schubladen, wo wir unsere Töpfe und Pfannenwender und was auch immer alles mitnehmen können. Auch hier ist einmal der Besteckeinsatz drin, das heißt, ausreichend Besteck für die ganze Familie ist in jedem Fall auch möglich. Was hier besonders schön ist, ist einmal der Apothekerauszug, der sich hier drüben befindet. Da haben wir auch die Möglichkeit, nochmal Gewürze, Flaschen mit Öl und was auch immer reinzustellen. Das heißt, sehr praktisch für diese schmale Fläche, können wir den Stauraum sehr gut nutzen. Und natürlich hat hier jede Schublade Softeinzug. Hier ganz links ist dann der große Kühlschrank, direkt neben der Küche. Das ist ein Absorberkühlschrank, der kann mit 230 Volt, mit 12 Volt oder auch über Gas betrieben werden. Das Ganze funktioniert hier im Automatikprogramm, das heißt, der Kühlschrank schaltet selbst. Ist kein Strom mehr da, springe ich automatisch um auf Gas oder halt auf 12 Volt, je nachdem, was mir zur Verfügung steht. Ganz oben drin ist auch ein Eisfach, das heißt auch, das Gefriergut kann mit in den Campingurlaub, damit man da entsprechend auch mal was länger lagern kann. Hier weiter in der Mitte des Fahrzeugs haben wir den großen Kleiderschrank. Hier haben wir eine große Kleiderstange oben dran, das heißt, hier können sämtliche Jacken rein. Andere Sachen, die wir hier verstauen können, die einfach Platz finden. Ansonsten haben wir hier einfach nur nochmal einen 12-Volt-Anschluss, um da zum Beispiel den Fernseher nachher mit Strom zu versorgen, da wir ja die Kabeldurchführung hier an der Seite haben. Und der Sicherungsautomat ist entsprechend auch hier noch drin. Ansonsten eigentlich relativ unspektakulär, wie so ein Technik-Kleiderschrank halt eben ist. Direkt darunter haben wir noch zwei Türen. Das ist allerdings kein Stauraum. Sieht zwar optisch nett aus von vorne, aber hier drin ist halt nur die Technik. Das heißt, hier befindet sich die alte Heizung, das Kernstück davon. Kann man quasi auch für Wartungen direkt gut ran, aber der Stauraum ist halt nicht vorhanden. Hier drüben im Heck des Fahrzeugs haben wir das große Queensbett, das hier seitlich positioniert ist und halt frei begehbar von allen Seiten. Damit man hier auch tagsüber, wenn man es nicht nutzt, gut vorbeikommt, kann man das Ganze eben wie jetzt auch gerade einfach nach hinten schieben. Deswegen kommt hier das Polster hoch. Ist vielleicht sogar ganz nett, mal um sich ein bisschen anzulehnen tagsüber, wenn man dann Fernsehen gucken möchte. Denn wir haben hier auch die Möglichkeit, ein TV anzubringen. Das heißt, hier ist ein zweiter Halter positioniert. Entsprechend hier unten mit Stromversorgung und auch Koaxialeingang, um dort halt den Fernseher anhaben zu können. Das ganze Bett kann natürlich zum Schlafen auch ausgezogen werden, dann verschwindet hier natürlich etwas der Platz. Aber nachts geistert ja keiner durch den Wagen. Wenn wir hier einfach ziehen, dann kommt das Bett entsprechend runter und wir haben wieder die vollwertige Liegefläche.
Das Ganze hier ist eine 7-Zonen-Kaltschaummatratze und hat ja, so eine Watergel-Auflage damit integriert. Das heißt, das ist wirklich extrem kuschelig und trotzdem nicht zu weich. Rechts und links von dem Queensbett haben wir hier auch noch jeweils einen Nachtschrank mit einer integrierten Schublade. Das heißt, die können wir hier auch aufmachen und auch da nochmal ein paar Sachen drin verstauen. Wir haben wirklich jede Menge Staufächer hier und Ablagemöglichkeiten. Den gesamten Schlafbereich könnt ihr natürlich auch optisch abtrennen von eurem Wohnbereich, indem wir einfach hier diesen Vorhang, der hier ist, zuziehen. Das heißt, habt ihr mal die Betten nicht gemacht und es kommt überraschend Besuch vorbei, einfach zuziehen und dann stehe ich weg. Kommen wir nun noch zum Highlight des Fahrzeugs. Das ist das große Heckbad, das wir hier haben. Das heißt, wir haben hier einmal natürlich die Toilette, das große Waschbecken hier drüben und auf dieser Seite des Fahrzeugs einmal eine vollwertige Duschkabine. Das heißt, man ist komplett unabhängig und kann auch hier drin sich schön duschen, sauber machen. Da drin ist ein Heizkörper, auch hier wieder von der alten Heizung, der für wohlige Wärme sorgt. Und auch gleichzeitig kann ich hier wieder meine Bekleidung trocknen, denn wir haben hier oben einmal noch so einen Haken, so einen Halter, wo wir Handtücher anhängen können, wo wir aber auch einfach unsere nassen Sachen anhängen können, die dann dort abtropfen und trocknen. Ja, sehr auffällig hier ist einmal noch das große Fenster, was wir hier haben. Das heißt, man hat hier eigentlich eine wunderschöne Aussicht und vor allen Dingen sehr viel Licht. Das Ganze gepaart mit vielen Spiegeln, die den Raum auch größer erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Und wir haben unfassbar viel Staufläche. Ja, das war der Detlefs Nomad 650 RQT. Ein wunderschöner Reisewohnwagen für 2 bis 4 Personen mit viel Platz, gemütlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und ja, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.